Ja, herzlich willkommen, neue Episode auf Schwark auf Weiß. Ich weiß, es ist jetzt eine Weile her, circa 2 Wochen, dass als Video-Audio-Format nichts erschienen ist, aber das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass jetzt auf der Südhalbkugel die Prüfungen, die schriftlichen Prüfungen im DSD 1 und DSD 2 stattgefunden haben, vorgestern und gestern, und das ist ja immer eine ganze Menge Arbeit. Allerdings will ich heute mal ganz kurz eine 5 bis 8 Minuten Folge machen, um mich wieder anzukündigen. Möchte Ihnen eine ganz liebe Rückmeldung von einer Kollegin vorstellen auf der Internetseite zu diesem Podcast, dstinepodcast.cl, und außerdem Ihnen ein paar Sachen zeigen, einfach die passiert sind in der letzten Zeit. Denn obwohl der Podcast oder der Videocast vielmehr sehr ruhig war, ist doch hier ein bisschen was passiert. Und das gibt vielleicht auch so einen kleinen Outlook auf das, was in der nächsten Zeit kommt. Und einiges davon ist nicht ganz uninteressant, und ich hoffe, Sie bleiben dabei. Also ist das heute sozusagen eigentlich eine kleine, wie sagen die Engländer dazu, Sneak Preview oder wie auch immer Sie das nennen möchten, eine Vorschau. Ja, was es damit auf sich hat, ein bisschen Kreativität in Schreibprozesse zu bringen und die immer wieder kontinuierlich über den Monat oder die Wochen verteilt anzuwenden. Dazu gibt es auch demnächst eine Episode. Dann geht es hier weiter, viel Freiarbeit in der DSD1-Vorbereitung. Hier sehen Sie, haben wir jetzt schon mit unseren Texten gearbeitet. Das sind die Sprachdiplom-1-Texte, die meine Schüler geschrieben haben. Und die müssen ja eingescannt werden, bevor die zur ZFA gehen. Und damit kann man natürlich schön nochmal rekapitulieren hier und Fehlerindexe erstellen lassen und so weiter. Wenn es um Aufbau von schriftsprachlicher Kompetenz geht, da sehen Sie, haben wir schon angefangen. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Und jetzt will ich Sie aber schon hierher begleiten, und dann gucken wir uns mal an, was auf der Internetseite zum Podcast so passiert ist. Und das wird auch so eine Preview auf das, was es in den nächsten Wochen so an Episoden auf Schwark auf Weiß geben wird. Ja, hier also eine ganz liebe Rückmeldung von einer Kollegin aus der Türkei. Normalerweise zeige ich davon nicht so viel. Es gibt aber immer mal wieder auf dstinepodcast.cl eine kleine Rückmeldung, und das finde ich hier ganz schön. Sehr geehrter Herr Schwark, mein Name ist Güldal Yavuz, eine Deutschlehrerin aus der Türkei. Ich wollte Ihnen gerne mitteilen, dass ich Ihre Internetseite verfolge und daraus ein paar Erkenntnisse gewonnen habe. Danke dafür, das freut mich. Dann ist es nicht ganz umsonst. Und dann fragt sie hier nach Zugang zum Classroom, was ich mal angeboten hatte für die parallele Materialbereitstellung im Sprachdiplom 1 und 2. Und das kann ich natürlich ganz gerne machen. Also herzliche Grüße, Frau Yavuz, wenn Sie das hier hören. Ich habe mich sehr gefreut. Und das ist schön, und das ist eigentlich auch die Einladung an Sie, dass stellen Sie ruhig Fragen oder erzählen Sie auch ein bisschen aus Ihrer Realität. Das ist eigentlich der Sinn hinter dieser Sache, warum ich das mache. Ich will eigentlich gerne herausfinden, was anderswo passiert, und bin wirklich total froh, wenn Sie auch, wenn Sie Kontakt suchen oder Material tauschen oder einfach Material von hier einsetzen und dann ein kleines kurzes Feedback geben, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, ansonsten können wir hier noch kurz zusammen schauen. Wenn Sie jetzt auf Spotify schauen, dann sehen Sie es ja wie immer als Videopodcast. Können wir hier kurz einen Blick reinwerfen, was ist passiert. Say goodbye to grading hell and hello to writing excellence. Das haben wir uns angeguckt. Das ist writeandimprove.com. Das war noch eine Videofolge zum Thema künstliche Intelligenz im schriftsprachlichen Kompetenzaufbau Englisch, leider, weil es eine derart gut funktionierende Seite im DAF-Bereich meiner Meinung nach noch nicht gibt. Außer Sie kommen noch mit einer um die Ecke, aber bisher hat sich noch keiner gemeldet. Und dann wollte ich Ihnen aber ganz kurz zeigen, was hier noch passiert ist. Räumen wir mal ein bisschen hoch. Gehen wir mal hier hin, die sind schon etwas älter. Ja, also auf jeden Fall möchte ich nochmal verweisen auf meine programmierten Google Sheets zum Thema Prüfungsverwaltung auf Autopilot. Und zwar sind das 4 Google Sheets, jeweils zum DSD1, DSD2 und auch zur IVA1 und zur IVA2, also die Diagnostikprüfung A1 und A2. Meiner Meinung nach sind die Sheets eigentlich super gut. Sie können da die kompletten Prüfungen in einem Sheet erfassen, die Einzelprüfung schriftlich bzw. mündlich. Können Sie mit Checkboxes die Punkte vergeben. Die Kriterien der ZFA habe ich ganz leicht runtergebrochen, also dass mehr betont sind noch die Diskriminatoren bzw. die Deskriptoren.
Ja, und am Ende erhalten Sie, die sind vollautomatisiert, alles wird automatisch berechnet. Zum Teil werden die ZFA-Ergebnisbögen automatisch ausgefüllt, Sie müssen nur noch trocken versenden. Und es ist auch ein E-Mail-System integriert, Sie können die A1- und A2-Zeugnisse, die Sternchenzeugnisse und A2-Zeugnisse können Sie automatisch erstellen lassen, auf Klick und den Eltern und den Schülern senden. Das heißt also ganz, ganz wenig Arbeit nur noch und eine Wahnsinnszeitersparnis für die Schulen und vor allem die Verantwortlichen für diese Prüfung. Also da ja, würde ich Ihnen ans Herz legen, mal zu gucken, wie das funktioniert. Das ist alles verlinkt, auch das Material kann man reingucken, habe ich kommentiert, tutorialmäßig auf Google Sheet direkt. Und wenn Sie das implementieren wollen und Interesse haben, das an Ihrer Schule zum Laufen zu bringen, dann melden Sie sich einfach und ich helfe Ihnen ganz gerne. Dann ist noch relativ viel hier auch mit CuriPod passiert. CuriPod.com, ein super Lernwerkzeug, kann ich nur empfehlen. Ist schon ganz oft auf Folgen hier präsent gewesen. Wenn Sie CuriPod hier oben in der Suchmaske auf dsjdepodcast.cl angeben, dann finden Sie also einiges an Episodenmaterial dazu. Hier ist noch der Artikel IWA 1 und IWA 2, auf den ich gerade verwiesen habe. Eine 2 Google Sheets, halber Aufwand, doppelt transparent. Werde ich aber auch noch eine extra Episode zu machen, die Sheets richtig visuell vorzustellen. Dann ein Artikel über Clickers. Ich glaube, dazu ist aber schon eine Episode erschienen im Videocast. Dann habe ich Ihnen hier zwei Plantillas von Pixar gemacht. Die sind allerdings nicht auf meinem Mist gewachsen. Da können Sie aber super ins kreative Schreiben mit den Kindern kommen. Ich habe die lediglich ins Deutsche übersetzt. Das ist die Arbeit von einem US-Amerikaner, der den Twitter-Account einer ehemaligen Autorin von Pixar also untersucht hat und ein bisschen die Funktionsweise der Filme analysiert hat. Und dann hat er hier also diese Vorlagen erstellt und diese Vorlagen habe ich hier in diese PPTs, also Google-Präsentationen gegossen und die können Sie einfach ausdrucken und mit den Kindern benutzen. Das sind diese sechsstufigen Ideen. Es war einmal jeden Tag. Eines Tages deshalb darum, bis schließlich eines Tages solche Minimalstrukturen, die man sicherlich vielfältig einsetzen kann. Ich habe es auch schon versucht und war ganz erfolgreich, war ganz witzig. Dazu mache ich demnächst auch eine Episode. Also nur, dass Sie es schon mal gesehen haben. Dann will ich Ihnen noch das hier zeigen. Draußen lernen, ein Impulsvortrag aus der Schweiz. Das ist ein Vortrag von dem Daniel Jeseneck, ein Schweizer Lehrer und Schuldirektor, der also eine Dorfschule komplett umgekrempelt hat, besonders für kleine Schulen interessant, und zwar Konzept Draußenschule implementiert hat. Die Kinder haben also ein Jahr komplett einen Vormittag draußen gelernt, in die Stadtgemeinschaft, Dorfgemeinschaft integriert. Und das hier ist also auf YouTube sein Impulsvortrag und der ist sehr sehenswert. Ich habe schon mal also ein Video von ihm hier verlinkt in einem anderen Beitrag, aber wenn Sie das hier gucken, dann sind Sie im Bilde, kann ich also sehr, sehr empfehlen. Dann auch ganz interessant, Investment Battle auf investspiel.de, Schüler gegen mich. Also das mache ich gerade in der 11. Klasse. Also wenn Sie dem Podcast länger folgen, dann wissen Sie ja, dass mir Finanzerziehung am Herzen liegt. Also ich denke, Finanzerziehung, das ist also top-notch heutzutage. Also wer die nicht bekommt, wird in den nächsten 20, 30, 40 Jahren also weniger Chance beim Vermögensaufbau haben. Das hat vielfältige Ursachen, aber Sie wissen, dass ich Politik und Wirtschaft hier eigentlich raushalte. Hier in dem Podcast geht es wirklich um Didaktik, Methodik und Schule im weitesten Sinne. Allerdings finde ich halt Finanzerziehung wichtig. Viel davon passiert zu Hause, aber nicht überall im selben Maße. Und Schüler haben dazu auch immer viele Fragen. Und wozu Schüler viele Fragen haben, das funktioniert natürlich oft auch in den Klassen, im Unterricht einfach ein bisschen besser, ne, als Thema. Und da haben Sie hier, finde ich, einen ganz guten Artikel als Start. Investspiel.de ist eine dänische Plattform, die auf Deutsch und Englisch zugänglich ist. Da lernen die Kinder also während des Benutzens schon Deutsch. Und das ist die reale Börse mit den tagesaktuellen Kursen. Nur, dass Sie als Lehrer ein internes Börsenspiel eröffnen können, ein Startkapital definieren, die bestimmten Märkte, die Sie wollen, Rohstoffe, Kryptowährungen, Unternehmensaktien und so weiter, frei öffnen können. Und dann fangen alle Schüler an, also in einem internen Spiel auf dieser Plattform gegeneinander zu investieren. Und ich will Ihnen jetzt nicht so viel davon zeigen, weil ich dazu eine extra Episode machen werde, aber Sie können ja dann hier draußen bei mir sehr schön sehen. Dann können Sie hier so eine Tafel hinstellen
Und auf dieser Tafel, ne, können Sie dann sozusagen, wir haben gerade erst angefangen, das heißt, es sieht noch sehr übersichtlich aus, aber hier sehen Sie schon, ne, gibt es schon die ersten Meldungen. Warren Buffetts Musterschüler, Wolf von der Wall Street, der Börsenhai, der dritte Platz ist noch nicht vergeben, weil selbst ich noch nicht geschafft habe, meine ersten Aktien zu kaufen. Das geht aber los. Aber da sehen Sie schon, das können Sie hier auch super in die Schullandschaft integrieren und die Schüler motivieren, da mitzumachen. Und nebenbei lernen die Schüler natürlich dann durch Lesetexte, Reportagen und so weiter, ist das natürlich als Rahmen, als spielerischer Rahmen in die Unterrichtsinhalte auch eingebettet. Ich denke, da wäre ich auch mindestens eine, wenn nicht zwei Textproduktionen hin zu B2, C1 machen in dem Thema und so weiter. Da stecken ja viele Ideen drin, ne, in der Börse. Nachhaltigkeit, Produktentwicklung, gesellschaftlicher Wandel in vielen verschiedenen Sektoren. Im Prinzip spiegelt die Börse ja, sage ich mal, psychologisch, nicht nur entwicklungspsychologisch, aber auch da praktisch, ne, unsere Gesellschaften irgendwie wieder, also reflektiert sie. Also da lassen sich wirklich sehr, sehr viele Themen, finde ich, sehr gut und substanziell integrieren. Und hier habe ich Ihnen in diesen Artikel auch schon viel Material reingemacht, was ich selbst benutze. Und momentan bin ich auch sehr viel dabei, mir jetzt eine neue Software raufzudrücken, über die ich auch eine extra Episode machen werde, H5P. H5P basiert auf HTML5, also auf interaktiven Webformaten, die sich in Browsern problemlos darstellen lassen, interaktive Formate. Will ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber wenn Sie sich den Artikel zum Börsenspiel angucken auf dsziele-podcast.cl, über das ich jetzt mit Ihnen gerade gesprochen habe, Investbattle auf investspiel.de, Schüler gegen mich heißt der Artikel, dann sehen Sie vieles an interaktivem Material, das ich mit H5P erstellt habe. Zum Beispiel können Sie solche wunderschönen, schauen Sie mal hier, können Sie so eine wunderschönen Kreuzworträtsel erstellen, digital, die Sie anbeamen können. Und jetzt haben Sie hier unten das Vokabular, den Wortschatz. Und jetzt können Sie zum Beispiel hier mal sehen, finden Sie was. Ne? Ich sehe jetzt hier schon Investition. Schauen Sie, das markiere ich grün. Will er nicht? Jetzt, ne? Und sehen Sie, jetzt ist es hier unten schon grün und 1 von 25 habe ich gefunden. Also das können Sie alles, das Spiel übersetzen auf Deutsch, können Sie selbst anlegen innerhalb von, ich habe 3 Minuten gebraucht, dieses Kreuzworträtsel zu erstellen. Aber es gibt in dem Artikel hier auch andere Materialien, die ich entwickelt habe, auch mit H5P. Schauen Sie, das ist ein Test hier, bin ich ein analytischer Trader-Anleger oder bin ich ein intuitiver Anleger-Trader, finde es heraus. Und jetzt kriegen Sie hier also Aufgaben. Das ist so eine Art Psychotest, ne, den Sie praktisch machen, und am Ende kriegen Sie also hier auch eine Bewertung raus. Sind Sie eher der intuitive oder sind Sie eher der analytische Typ? Das ist also auch Bestandteil dieser Einheit zum Investieren an der Börse. Oder was ist die Börse eigentlich und wie funktioniert sie, die ich jetzt mit den Kindern angefangen habe in der 11. Klasse. Ich habe Ihnen hier auch mein Plickers-Material verlinkt, ne, was Sie da einsetzen können. Hier unten andere Ideen, die ich mit H5P gemacht habe. Das sind hier digitale Memories, die man als Sprechimpulse benutzen kann. Und wenn Sie hier ein bisschen runtergehen, finden Sie sogar noch auch hier H5P-Inhalte. Das sind Assoziogramme, ne, wo bestimmte Bilder mehrere Antworten zulassen. Das müssen Sie mal selbst ausprobieren. Das kann ich jetzt hier schlecht zeigen. Hier auch eine andere Formatidee von H5P. Was passt? Denk nach, zieh die Bilder, beschreibe Zusammenhänge. Also mit diesen Übungsformaten habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, ne, dass die Kinder hier ziehen und verbalisieren, warum sie denken, dass diese Bilder einen engeren oder weiteren Zusammenhang darstellen. Und so geht das hier noch runter. Und wenn Sie sagen, huch, die Idee, die gefällt mir aber gut, aber ich mache jetzt leider gar keinen Deutschunterricht, und Sie machen aber eventuell Englischunterricht oder haben einen Englischlehrer, mit dem Sie kooperieren können, dann habe ich Ihnen hier unten noch die Möglichkeit gegeben, schauen Sie sich mal das Stock Market Game an. Das Stock Market Game macht dasselbe wie Investspiel, noch ein Niveau höher, weil die auch didaktisiertes Unterrichtsmaterial anbieten und weil die auch eine eigene Mobile-App haben, eine für Android und für iPhones. Aber im Prinzip ist es dasselbe. Hier starten die Kinder mit $100.000 und investieren auch an der tagesaktuellen Börse mit tagesaktuellen Kursen und allem drum und dran. Allerdings ist das die US-amerikanische Version. Das ist das größte US-amerikanische didaktisierte Börseninvestspiel, ne? Das existiert, aber ich habe es Ihnen hier unten verlinkt, wenn Sie es eher
in Englisch implementieren wollen. Ja, es gäbe sicherlich noch mehr zu sagen, aber ich bin jetzt an der 15-Minuten-Schallgrenze und Sie wissen, dass wir vor einigen Monaten uns mal zusammen entschieden haben, kürzere und informativere Episoden zu machen und deswegen will ich jetzt auch wieder Schluss machen. Aber ich freue mich, dass Sie dabei geblieben sind und der Podcast wächst weiter. Ich freue mich, dass wir jetzt doch schon langsam über die 1000 regelmäßigen Zuhörer haben. Und das ist schön und viele kommen von Schulen weltweit. Nicht alles, aber vieles ist dabei. Und herzlichen Dank Ihnen und kommen Sie gerne auf mich zurück oder lassen Sie uns Material tauschen, Ideen tauschen. Ich freue mich immer. Also Ihnen und Ihren Familien herzliche Grüße, viel Gesundheit, lassen Sie es sich gut gehen, haben Sie schönes Wochenende und vor allem Ihren Schülern und Ihnen viel Erfolg in den diesjährigen Sprachdiplomprüfungen. Alles Gute und hoffentlich sehen wir uns demnächst mal wieder. Ciao.